Und herzlich willkommen. Wir haben ja im vergangenen Video schon über das Thema Spannungsdehnungsdiagramm gesprochen und ein wenig erklärt, warum das Diagramm eigentlich so wichtig ist, sowohl für den Maschinenbau als auch die Werkstofftechnik. Ja, und wir werden in diesem Video ein wenig näher auf den linearelastischen Bereich eingehen, indem wir das Hooke'sche Gesetz ein wenig beleuchten. Schauen wir uns das Gesetz etwas genauer an. Ja, also wie schon angekündigt, das Hooke'sche Gesetz beschreibt den Zusammenhang zwischen Spannung und Dehnung im linearelastischen Bereich und eigentlich auch nur in diesem Bereich, denn in diesem Bereich herrscht ein Proportionalitätszusammenhang zwischen der Spannung und der Dehnung, der ausgedrückt wird durch den sogenannten E-Modul. Das heißt, hier sehen wir die Proportionalitätskonstante E, ja, und können sehen, es herrscht hier also ein linearer Zusammenhang zwischen Spannung Sigma und Dehnung Epsilon. Ja, und wenn wir die Gleichung umstellen, sehen wir also, wir bekommen eine charakteristische Kenngröße, nämlich den E-Modul heraus, und zwar hier. Also Spannung geteilt durch die Dehnung liefert mir den E-Modul, und der E-Modul ist eine Kenngröße für die Steifigkeit eines Werkstoffes, besser gesagt. Ja, also wie gut oder wie stark ausgeprägt ist eigentlich die Verformungsenergie meines Werkstoffs, das heißt, wie viel Spannung kann ich eigentlich auf meinen Werkstoff applizieren und wie viel Dehnung ist quasi die Antwort darauf. Ja, das heißt, je höher der E-Modul ist, desto steifer ist eigentlich auch mein Werkstoff. Das heißt, er dehnt sich auch weniger aus bei gleicher Spannung im Vergleich zu einem duktileren Werkstoff. Das wird jetzt im linearelastischen Bereich der Spannungsdehnungskurve ziemlich deutlich, wenn wir uns das Diagramm hier mal anschauen. Denn was können wir hier eigentlich erkennen? Wir sehen also den linearelastischen Bereich, eine simple Gerade, sehen einen linearen Zusammenhang und können hier, um den E-Modul zu bestimmen, einfach nur ein Steigungsdreieck anlegen. Das machen wir hier mal. Das heißt, wenn ich hier jetzt zum Beispiel das Steigungsdreieck für Sigma und Epsilon bilde, dann habe ich hier mein Delta Sigma zum Beispiel und hier mein Delta Epsilon. Und wenn ich jetzt Delta Sigma durch Delta Epsilon teile, dann bekomme ich ja eigentlich den Tangens des Winkels Alpha hier zum Beispiel raus. Das ist dann im Grunde meine Steigung. Und Delta Sigma durch Delta Epsilon liefert mir per Geradengleichung also die Steigung und damit den E-Modul heraus. Und das ist eigentlich das, was ich hier sehe. Also E gleich Sigma durch Epsilon, das wäre damit geklärt. Und wir können das auch direkt hier an dem Diagramm nachvollziehen. Wenn also die Gerade steiler ist, also die Steigung höher ist, dann muss ich also mehr Spannung aufgeben, um eine gleiche Dehnung zu erreichen wie bei einem duktileren Werkstoff. Ja, also wenn ich jetzt hier das Beispiel mache, hier die Gerade wäre steiler, dann hätte ich jetzt zum Beispiel, wenn ich hier einfach nur gedacht runtergehe, bei gleicher Spannung hier an der Stelle eine deutlich kleinere Dehnung, in diesem Fall Epsilon 1 zum Beispiel, als hier bei der gleichen Spannung. Ne? Hier bei Epsilon 2 wäre eine deutlich höhere Dehnung als Antwort zu erwarten für einen duktileren Werkstoff. Macht, denke ich, Sinn. Ja, und die wichtigen Formeln, die hier noch zu erwähnen sind, sind nämlich die Formeln für die Spannung und die Dehnung selbst. Denn was wir hier eigentlich bei einem Spannungsdehnungsdiagramm feststellen, ist, dass das wiederum eine Erweiterung des Kraftverlängerungsdiagramms ist. Denn was wir eigentlich machen ist, wir haben ein Werkstück, das aus einem bestimmten Werkstoff besteht. Und dieses Werkstück, auf das wird eine Kraft appliziert und darauf kommt als Antwort eigentlich eine Verlängerung. Ja? Das heißt, wir verlängern einen Werkstoff infolge einer Krafteinwirkung. Erst durch Dividieren mit dem Ausgangsquerschnitt oder der Ausgangslänge, also erst durch das Beziehen dieser Größen darauf, normieren wir das Ganze und machen das allgemeingültig auf den Werkstoff. Ja? Also wenn wir eine Kraft haben und sie auf einen Ausgangsquerschnitt applizieren, dann sehen wir, dass dafür jetzt ein Spannungswert rauskommt. Das ist die Beanspruchung im Werkstoff selber. Ja, und die ist allgemeingültig. Das heißt, eine höhere Kraft bei einem größeren Ausgangsquerschnitt wäre dann immer noch die gleiche Spannung. Ja, deswegen sind die vor allem wichtigen Größen hier mein Ausgangsquerschnitt A0 und meine Ausgangslänge L0. Denn nur dann, wenn ich eine Verlängerung auf eine Ausgangslänge beziehe, dann habe ich eigentlich eine reproduzierbare Aussage oder eine normierte Aussage, die ich allgemeingültig auf den Werkstoff beziehen kann. Und dadurch ist das Spannungsdehnungsdiagramm selber Werkstoff allgemeingültig, während jetzt ein Kraftverlängerungsdiagramm zum Beispiel nur wirklich für ein bestimmtes Werkstück mit einer ganz definierten oder vordefinierten Probengeometrie ist. Ja? Genau, so viel zu dem Thema. Also wir fassen mal ganz kurz zusammen. Das Hooke'sche Gesetz beschreibt mir den linearelastischen Bereich des Spannungsdehnungsdiagramms und das Spannungsdehnungsdiagramm wiederum ist eine allgemeingültige Aussage über das
Festigkeitsverhalten eines Werkstoffs ganz allgemein. Und vor allem im linearelastischen Bereich, das liefert mir das Hooke'sche Gesetz dann den E-Modul, der dann so eine Art Steifigkeitsgrenzgröße für einen bestimmten Werkstoff ist, wie zum Beispiel jetzt für Stahl oder für Aluminium. Aber da weiß ich dann auf jeden Fall, okay, das sind die entsprechenden Kenngrößen und die sind allgemein für den Werkstoff gültig. So viel erstmal dazu. Jetzt wünsche ich weiterhin viel Erfolg beim Lernen und bis dann.